Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Diamant Randomizer Nuzlocke. In der letzten Folge hatten wir eine legendäre Begegnung mit Rotom. Was lustig ist, dass es hier noch als legendär gestuft wird, weil... Wie war das in X und Y? Da kann man es in der Mülltonne fangen? War das so? Ich glaube schon. Ich habe es jetzt noch nicht trainiert, also es ist noch Level 5, wie wir es gerade gefangen haben. Wie ich es gerade gefangen habe. Gestern. Ja. Lol, Hilfe. Ich drücke den A-Knopf und wundere mich, warum es nicht zurückgeht. Quapsu, guter Lied. Hier könnte auch wieder ein wildes Pokémon kommen, oder? Eigentlich schon. Was ist ein gelber Schal? Das Item kenne ich ja überhaupt nicht. Es versteckt sich. Echt jetzt, sowas gibt's? Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Nö. Gilt das eigentlich als eine Route, das hier und das untere? Also ich weiß, dass hier wilde Pokémon kommen können und hier. Erzählige Mine? Ja, ist das gleiche. Werte ich als das gleiche, sonst kann ich mir jetzt zwei Pokémon fangen, wäre auch unfair. Die wollen gegen mich kämpfen. Aber erstmal, was kriege ich hier? Das ist jetzt nicht so randomized. Aber ein X-Bad. Aber ein X-Bad. Aber das zu trainieren wird krebsig. Oh nee. Aber Gif. Ja, X-Bad. Ich habe X-Bad sehr gerne. Aber Zubat nicht. Wieso ist das so... Hilfe, 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 Hilfe. Nicht schon wieder Verwirrung. Oh, ich hätte fast auf Flucht gedrückt. Das wäre ein Fehler gewesen. Naja, wir spielen ja hier mit dem Quapsel, das nicht verwirrt werden kann. So war das ja. Das schlägt sich nicht selber. Das heißt, ich kann die da schön mit einer Aquaknarre reinhalten. Warum? Seit wann haben Zubats gute Spezialverteidigung? Ja, okay, Blubber ist jetzt schwach, aber das hat dem Rotom schon mehr wehgetan. Klar, 3-Level-Unterschied, aber hey. Kann es sein, dass sich gerade das erste Mal selber verletzt hat bei einer Verwirrung, die durchaus schon öfters war. Hat das Ding auch Frühwecker? Für eine Millisekunde kam die Wut auf und ich wollte ihm eine Konfusion reindrücken von Girafarig. Aber ich lass dich leben, ich hol dich in mein Team, Arschloch. Stacheleli. Ich hasse dich. Warum prediktet er das? Warum tut er das? Ein Blutsauger wäre doch jetzt nicht schlimm gewesen. Hau ihm. Hau ihm. Danke. Da tut schon mehr weh. Ich wechsle nicht noch, halt die Fresse. Ein Zubat werde ich ja wohl fangen können. Mit den KP. Noch ein Pokémon, was schwach auf Elektro ist, fällt mir gerade auf. Aber zum Glück habe ich ja schon zwei Elektro-Counter. Das ist ganz nett gewesen. Für Zubat wurde der Eintrag in Spocky Schmacks Schmackle aus. Kann ja auch ein Katakan. Ach was. Warum kriegst du dann eigentlich die Augen, wenn es sich entwickelt? Frage ich mich in meinem kindlichen Leichtsinn. Weiter. Ich weiß, das war so eine Enttäuschung beim Randomizer dann auf den Zubat zu treffen. Warum kämpfst du nicht gegen mich? Also die Musik von Diamant und Perl war doch wunderschön. Oh. Sie können aber keinen Donnerschlag her, oder? GG Baba. Irgendwie, ich glaube, das war bei Pokémon Ranger, weil man den Ruf von Quapsel so oft hört. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, dass irgendwann mein Hirn hat gesagt, das, was das Quapsel da macht. Oh oh. Hört sich an wie irgendwie ich was GG Baba sagt. Und ich will nicht noch einen Nachtnebel fressen. Einen okay.
Zwei nicht so. Vor allem mein Quapsel. Wenn mein Quapsel drauf geht, dann bin ich aber sauer. Ich könnte notfalls auf Staralili wechseln, weil das kann er ja nicht angreifen. Mein Quapsel ist schon schwach. Ach du Scheiße. Ja gut, es läuft wieder darauf hinaus, dass ich Flügelschlag spamme. Weil in euch zwei darf ich auch nicht wechseln, ne? Ne? Ich hätte noch meinen Knilz, aber das kann halt nur Absorber gegen das Ding einsetzen. Girafari kennt die Konfusion, aber ich weiß nicht, was das noch für Geistattacken hat, die vielleicht nicht nur 9 KP Schaden machen. Flügelschlag. Zack. Interessant wäre es auch in diesem Randomizer-Ding zu haben. Das ist gar nicht so cool. Egal, schnell weg, schnell kaputt machen. Jetzt kannst du Nachtnebel einsetzen auf mich durch die Gesichte. Kriegst mit dem nächsten Treffer kaputt. Oh. Der Silberblick hilft aber nichts, wenn du jetzt nicht noch Finsterfaust oder so hast. Was ich nicht hoffe, weil die krittet oft. Geh weg jetzt. Geh. Ach du Scheiße. Schattenstoß. Das hast du doch auf Level 9 sicher nicht. Nope. Wäre übrigens auch cool, Zwiffens, aber naja. Ich habe einen Zubat. Was wollte ich sagen? Cool wäre auch, wie heißt das? Ninjaturm. Wunderwache. Das wäre interessant. Allerdings wird es mir nicht bringen, weil ich weiß, Dialga, gegen das wir kämpfen werden, hat Antikkraft. Allerdings, wenn ich die ihm 5-mal ausstollen könnte, könnte es mich nicht mehr angreifen. Und dann müsste ich nur da sitzen und warten, bis es sich selber verprügelt. Wäre interessant. Ich pack dich mal von meinem ersten Slot weg. Und Girafarik hin. Wenn jetzt kann ich Stahl-Pokémon kommen. Scheiße, was ist, wenn Stahl-Pokémon kommt? Muss ich dich eben heilen, Quapsel. Das kenne ich aber, das Item. Das kenne ich. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht. Also. Das ist gar nicht so schlecht. Das packe ich, das werde ich vielleicht immer wieder benutzen. Weil ich hasse es, Schutz zu kaufen. Für mich ist das Geldverschwendung. Echt, ich hätte einen Anorit bekommen können. Mama, ich habe einen Zubat bekommen. Oh, nee. Worin ist mein Girafari eigentlich stärker? In Spezialangriff. Welche Attacke ist stärker? Bekommt beides Stab. Aber du bist Käferstein. Ja. Das war mal wieder Recherche für ja nicht. Nice. Ich hätte sogar mal können, einfach. Boah, Mann. Ich krieg einen Zubat. Das macht mich schon ein bisschen sauer. Vor allem Stein ist ein schöner Typ. Ein sehr schöner Typ. Klar wäre es ein Steinkäfer geworden, aber Stein ist ein sehr schöner Typ. Amaldo hätte ich schon gerne gehabt. Und ich krieg einen Zubat. Manchmal verstehe ich den Randomizer nicht. Über 400 Pokémon und ich krieg einen Zubat in der Höhle, wo es Zubat gibt. Hey. Die Fresse. Ich habe kein Kampf-Pokémon, wo das auch noch Stab bekommt, oder? Nee. Das heißt, ich darf den Zertrümmer. Oh Gott, ich darf das meinem Girafarik beibringen. Jetzt willst du mich nur verspotten. Hi, wie geht's dir? Hat mich das jetzt hier angegriffen mit einem Kratzer? Das kann sein. Perfekt zum Fangen. Perfekt zum Fangen und ich darf nicht. Ich zermatsch dich. Hast du so verdient, Drecksviech. Und ich habe zu, weil ich will nicht. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Yay, Level 11. Das war das Item. Cool. Nicht cool.
Ich. Da kam ein Zuhört bis in der Höhle. Natürlich war es das erste Pokémon. Ich mag dich nicht. Geh weg. Eigentlich können hier drei Pokémon kommen. Zubat, Kleinstein und Onix. Wo ist das dritte? Wahrscheinlich war das Zubat einfach das Onix. Randomizer. Das wäre so cool, wenn das so wäre. Wenn ich das nachgucken könnte, weißt du? Dann sehe ich das und denke mir so. Fuck you too. Wir sind schon über 10 Minuten. Aber das tat ein bisschen weh. Ich mach mich sauer. Mit ihrem bloßen Anblick. Ich muss zum Glück nie wieder in die Erzählinglinie. Ich hab Zubat. Was später sehr gut wird, ich weiß. Also relativ. Mit dir kämpfe ich noch. Dann ist die Folge ja auch schon vorbei. Renne ich noch ein Pokécenter. Es ist. Nein. Nein. Das ist nicht okay gerade. Oh oh. Was soll ich tun? Es kann mir keine Geistattacken reindrücken. Und Unlicht hat's vielleicht nicht. Schnüffler. Außerdem habe ich den Frühwecker. Jetzt kann ich den Stampfer einsetzen. Konfusion geht nicht, weil es Unlicht ist. Stampfer würde nicht gehen, weil es Geist ist. Aber jetzt habe ich ihn geschnüffelt. Zum Glück habe ich den Stampfer mit dem Tackle getauscht, weil sonst wäre dieser Kampf echt nervig. Erschreckt zurück. Hast du verdient, dummes Darkrai. Das hat mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht. Das hätte gerade meinem Girafarig echt wehtun können. Und meinem restlichen Team im Moment auch. Weil mein Quapsel ist schon geschwächt. Das wie ich mit der Hypnose, kennst du. Lief gut. Kurtel. Hat eine gute Verteidigung. Soweit ich weiß, hat es keine gute Spezialverteidigung. Allerdings macht das mein Quapsel jetzt fertig. Oder soll ich drin bleiben für die Konfusion? Ich bleib drin für die Konfusion. Ich habe Angst, dass mein Quapsel irgendwie mit einem Steinhagel, Steinwurf. Keine Ahnung, was das kann. Wahrscheinlich nur Glut. Und Eisen. Eisenabwehr, so ist das. Darkrai und Kurtel. Weißt du, hättest du mit dem Kurtel geleadet, denkt man sich so, ja. Da war gleich das Darkrai raus. Danke für den Volltreffer, der war nötig. Danke. Jetzt werden mich die Anoriz töten. Ja. Ich meine, Girafarig gerade mein stärkstes Pokémon. Normal Pokémon. Und ich trainiere das am meisten. Traurig. Was ist aus mir geworden? Ich könnte eigentlich in meinen Star-Lili wechseln. Die Dinger sind doch schon Käfer. Ja, egal. Ich gehe jetzt einfach aus der Höhle. Oh, nee. Jetzt hätte ich mir das Schutzband reinklappen können. Du. Okay. Erstmal allen Hass an dir auslassen. Jetzt kommt die Konfusion, du Arschkopf. Jetzt kommt die Konfusion. Eine interessante Regel wäre auch, wenn das erste Pokémon, das du siehst, wenn du das nicht willst, auf einer Route, flüchtest du und wartest aufs nächste. Aber, wenn du merkst, das nächste ist noch beschissener, musst du das fangen, weil du das erste nicht mehr fangen darfst. Irgendwie so eine Regel. Dass man nicht daran gebunden ist, dass, wenn nur Scheiße kommt, dass halt deine Challenge im Arsch ist, aber... Ist halt auch eine Glückssache. Es wäre eine interessante Regel, aber ich weiß nicht, inwiefern das alles über den Haufen werfen würde. Und wieso steht die Stimme im Weg, du fetter Sack? Und 14 Minuten. Wow, dumme Höhle. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten. Haut in die Kommentare, was eure Meinung ist zu dem täglichen Nuzlocke-Challenge-Gedöns. Ist halt jetzt mein... einziges wirkliches richtiges LP, weil Isaac sind die Folgen halt sehr lang und ich weiß nicht, wie das ankommt, weil ja, müsste halt mal jemand schreiben, ob ich da kurze Folgen machen soll, mehr Folgen, die Folgen so lassen, irgendwas. Ich bin mir halt unsicher, ich weiß es nicht. Aber egal, genug gelabert. Terminus raus. Ja, schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Speichel. Das ist schon Speichel.